Auf seiner Reise durchs sagenhafte Island waren die Begegnungen mit Petur Oskarsson für Island-Neuling Tim Ewald besonders hilfreich, um einen ersten Eindruck von diesem einzigartigen Fleckchen Erde, seinen Menschen und ihrer Kultur zu bekommen. Unser Telefonbuch läuft nach Vornamen. Also, ihr sitzt euch gar nicht in Island? Nicht mehr. Das ist ja voll. Warum? Wir brauchen es nicht. Das läuft gut ohne. Wir brauchen es einfach nicht. Auf dem Weg hierher, da sind wir schon so ein paar Schilder über den Weg gelaufen und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, was ist das? Ja, also die Sprache ist ja sehr, sehr speziell. Ja, aber eine germanische Sprache. Du wirst das merken, wenn du die Ortsnamen und die Naturphänomensnamen ein bisschen auseinanderpflückst, dass das zusammengesetzte Namen sind. Du musst ein paar Endungen lernen. Jökull ist Gletscher, Fjord ist Fjörður, Fjall ist Berg. Also wenn du fünf bis zehn Stück drauf hast, dann wird es viel einfacher für dich. Wie sind denn die Isländer so drauf? Ne? Also wir kennen es ja nur aus dem Fernsehen mit Wikingerhüten, Bier trinken und klatschen noch aus den Fußballzeiten. Also die Isländer sind sehr, sehr aufgeschlossen, positiv eingestellt. Also wir rechnen immer mit dem Besten. Das isländische Þetta rettast ist sehr bekannt bei uns. Wie heißt das Wort? Þetta rettast. Ja, genau. Das heißt, es wird schon gut gehen. Ja, es wird schon gut. Und das ist eben so eine Grundeinstellung. Ich habe gelesen, die Isländer gehören zu den glücklichsten Menschen der Welt. Hast du eine Ahnung, warum das so ist? Es ist viel besser, dass du das selber erlebst, als wenn ich dir das hier in einem Café erzähle.